Hey Leute und willkommen zu einem neuen Vlog hier auf meinem Kanal. Es ist gerade früh am Morgen an einem schönen, bewölkten Samstag. Wir haben 20 nach 11. Ich war aber heute Morgen schon ganz früh unterwegs, hatte einen Termin in Düren. Und jetzt bin ich wieder zu Hause und jetzt wird gefrühstückt. Ich habe auf dem Weg uns Brötchen geholt. Leute, seid mal ehrlich, wer kennt diese Bäckerei in Köln? Und wir lieben Sesambrötchen und ich rieche diesen Sesam gerade bis hier. So sehen die aus. Super yummy, yummy, Leute. Schaut mal, für die Leute, die es nicht mitbekommen haben. Ich hatte einen TikTok gepostet, wie ich das Wohnzimmer umgestellt habe und so sieht das jetzt gerade aus. Also ich finde es auf jeden Fall besser als vorher. Der Timmy sagt, jetzt ist der Fernseher aber zu nah an der Couch und er sagt, wir sollen die Couch einmal umdrehen und den Fernseher hierhin machen, da wo diese Deko-Sachen hier sind. Aber dann ist das voll nah an der Küche irgendwie und ich weiß nicht. Aber ich werde jetzt erstmal das Frühstück vorbereiten. Also es wird auf jeden Fall zum Frühstück irgendwas mit Sucuk geben. Ich habe ja hier diese albanischen, diese zwei Varianten. Ich habe mir eine Pomelo gekauft, Leute, ich liebe Pomelo. Dann packe ich schon mal ein paar Sachen raus, die ich jetzt fürs Frühstück vorbereiten werde. Ich werde auf jeden Fall die hier machen in der Pfanne. Das wird yummy. Und ansonsten fahren wir später zu meiner Schwägerin. Wir sind da heute mit der Family. Genau, weil Timmys Nichte Geburtstag hat. Ich hatte jetzt hier noch passierte Tomaten da im Kühlschrank. Und bevor das jetzt schlecht wird, dachte ich mir, komm, mache ich jetzt Menemen. Normalerweise mache ich das lieber mit so frischen Tomaten oder stückigen Tomaten. Aber damit das jetzt hier nicht im Müll landet, nutze ich das. Paprika brate ich gerade in gutem Olivenöl an. Ich habe jetzt doch noch eine halbe Tomate gefunden, die auch noch verwendet werden musste. Deswegen kommt die auch noch mit rein. Und hier in der anderen Pfanne habe ich dann ein bisschen von diesem Sucuk gegeben. Frühstück ist jetzt fertig. So sieht das Ei einmal aus. Dann haben wir hier Sucuk. Hier sind die Brötchen, Leute, die sind so lecker. Dann habe ich hier noch Tomaten und Käse, Oliven, Ajuka und Kaimak mit Honig und einen Orangensaft für uns beide. Lecker Schmeckers. So. Faire Arbeitsaufteilung. Ich mache den Tisch sauber und du das. Genau, genau. Und ich gehe jetzt zocken. Tschö. Ja, Leute, mach nur Späßchen. Hallo, hallo, hallo. Komm sofort her. Because we all in this together. Once we know there's a chance, hand in hand, and we can do this. Friends, so viel Besteck in einem Fach. Wer macht das? Warum ist das hier Hallo. Eine mit einer Gabel? Hier ist nur ein Messer, hier sind fünf. Ja, wenn du es besser kannst, dann mach es selber. Ne? Dann beschwer dich nicht, wenn ich Besteck... Ich beschwär mich nicht. Ach so, isst du gerne von schmutzigen Besteck. Zeit, dann isst du aber gerne vom schmutzigen Besteck, wenn die nicht sauber werden. Ich nicht. Kannst du selber essen. Hab ich mir gedacht. All in this. Gerne. Und sie putzt die Wohnung übrigens nur einmal in 3 Monaten. Leute, Timmy ist manchmal einfach so gejück. Richtig gejück einfach nur. Sag mal, Maus, was bist du? Du bist ein gejück. Gejück. Sprichst du das so deutsch aus? Gejück. 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 Das klingt süß. Let's go! Was ist geschehen? Maus, neue Folge Dragon Ball. Neue Folge! Heute ist wieder Montag, 13 Uhr nach der Schule. Ja, wir sind etwas spät dran mal wieder. Ja, lass direkt hier bleiben. Nee, wir müssen noch ein Spielzeug kaufen gehen. Let's go. Leute, wenn ihr eine gute Winterjacke haben wollt, dann empfehle ich euch die Marke Schmuddelwetter. Denn wenn das plattert, dann plattert's, oder? Eine beste Jacke einfach. Ich nehme gerne den Aufzug auf, wenn wir immer nur eine... Hallo, hallo! Oh, guck mal, wie schön meine Haare sind. Warum sehen meine Haare so fettig aus hinter dem Licht? Oh, guck mal, meine Haare gerade. Ja. Gerade gewaschen meine Haare. Warum sehen die so fettig aus? Das ist das Licht. Kann ich nicht sehen. Aber meine spitzen Längen sehen gut aus, ne? Ich nehme eigentlich gerne die Treppe, aber ich gebe mir gerne den Aufzug. Weil ich bin so voll. Nein, hör auf! Der sperrt mich immer aus. Jetzt ist mein Auto aus. Hör auf, hallo! Hey, das ist dein Ernst. Ich hab keinen Bock zu rennen. Hallo, dein Ernst? Mach auf, wir haben keine Zeit. Ey, der meint das einfach ernst. Wieso machst du sowas immer? Danke. Bitte. Leute, wir waren aufgeschmissen. Wir wissen gar nicht, was Kinder in welchem Alter womit die spielen. Das war gerade voll die Herausforderung. Deswegen haben wir immer drauf geachtet, was da so stand. Ich sag euch ehrlich, ich hatte voll Bock, selber damit zu spielen. Komm, tu es nicht, so aufzulügen. Nein, wirklich, guck mal, wie cool. Pink, lila, türkis, mega, magic, mixies, mixlings. Puh. Wir haben jetzt keine Zeit mehr, das einzupacken. Und die konnten das allerdings einpacken. Deswegen haben wir so eine süße, kleine Tüte genommen. Und jetzt fahren wir dahin. My friends? Ja.
Wir sind angekommen. Schaut mal, was für eine süße Ecke hier vorbereitet worden ist für die kleine Maus. Alles in Pink. Eine Barbie. Ist aber ganz süß. Da unten ist unser Geschenk. Sechs geworden. Hier wird ganz leckeres vorbereitet. Hier ist meine Schwiegermama auch am Werk. Was heißt das nochmal auf Albanisch? Bert. Like Punamar. Punamar, genau. Schwiegermama am Werk. Punamar. Vor. Schaut mal hier, wie cool sieht diese Torte aus. Oh mein Gott. Und ein paar pinke Cupcakes. Was gibt's noch zu tun? Was gibt's zu machen? Und kann ich helfen? Irgendwas? Ja, wenn du möchtest, kannst du das hier auseinanderzupfen. Pet me mischt Grim, Pet me presch, me gis, drei Säck, eine Büreka. Ihr seht, ich muss noch einiges lernen. Drei machen wir gerade. Leute, lacht mich nicht auf wegen meiner Aussprache. Auf jeden Fall wird das so klein gemacht. Das ist doch eine starke Kombi, Leute. Butter da drüber über diesen frisch gemachten Teig. Das musst du so machen. Okay. Da kommt einmal Clean drauf. Clean. Ja. Ist gut. Nächste. So. Das letzte dann zu decken. Die meine Schwiegermama bringt mir in diese albanischen Gerichte bei, Leute. Das wird jetzt ausgerollt, ne? Mit dem. Ja. Das hatten wir schon mal. Wie heißt das? Und hast du nochmal gesagt, wie heißt das? Skopi Petes. Leute, wir rollen jetzt hier diesen Teig aus. Mhm. Ich bin echt schlecht darin. Meine Schwiegermama denkt, es ist bestimmt Katastrophe gerade, ne? Mhm. Also, du denkst, es ist bestimmt Katastrophe. Ich kann mit Oklahoma nicht umgehen. Gewöhnungsbedürftig. Ja. Keine Katastrophe. Ich bin immer mit Nudelholz. Hoppla. So, jetzt kommt diese Butter-Wasser-Salz-Mischung hier drauf. Einmal durchmischen. Wird billig gemacht. Schneiden einmal Petersilie dafür klein. So, weiter geht's hier in der Ecke. Mureka. So, dafür haben wir hier diesen Teig. Der muss einmal so hier ausgerollt werden. Aber Leute, ich tue mich schwer mit diesem Teig. Das kann lange dauern. So, da kommt jetzt Käse- und Petersilienmischung drauf. Und das wird einmal eingerollt. Ich weiß, ich sehe es schon, es wird bombenhaft schmecken. Oh, das sieht auch super, super lecker aus. Ich rieche überall Butter, ne? Ich habe richtig Hunger bekommen. Wow. Ich glaube nicht, wie sehr ich mich gerade auf dieses Essen freue. Das war alles so lecker. Es war richtig lecker. Ich platze, weil es so deftig war. Aber so lecker, buttrig, wirklich alles war lecker. Und ich habe so einen richtig fetten Teller hier noch. Kriegen wir mit Timmy nach Hause. Und das frühstücken wir auf jeden Fall morgen. Darauf freue ich mich auch. Mit Timmy Maus. Wir haben beide super, super doll Hunger und haben nur gefrühstückt beide. Wer ist Timmy Maus? Bisschen einkaufen, Leute. Ja, ein bisschen Salat. Ich hab jetzt mitgenommen und Tomaten. Ich kaufe jetzt ein paar Bohnen. Diese Böhnchen hier. Ich habe schon ein bisschen eingekauft. Melone, Salat, Käse, Avocado, Milch und so weiter und so fort. Wir überlegen jetzt, was wir gleich essen werden. Und Timmy meinte, der hat Lust auf Pasta Alfredo. Eine... Hier sieht man eine Dilara auf freier Wildbahn. Ich glaube, sie hat uns nicht gesehen. Hat sie uns gesehen? Scheiße, sie hat uns gesehen. Wir haben vergessen, das Essen zu füllen vorher. Wir waren zu hungrig. Jetzt sind wir satt. Was gab's? Macaroni Carbonara? Macaroni Carbonara? Kommst du darauf? Keine Ahnung, das sah so aus. Das war Pasta Alfredo mit Fusilli, Nudeln und Hähnchen. Lecker. Wer isst aber Nudeln mit Gewürzgurken? Ich liebe die. Manchmal hat man Lust darauf, dass es so... Sowas isst man nur zum Frühstück mit Sucuk Toast oder mit Ei. Also zum Frühstück ist auch geil, aber das ist für mich nicht nur zum Frühstück. Doch. Leute, Gewürzgurken sind doch nicht nur zum Frühstück da. Also wer das einfach so isst, der hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Dann habe ich halt die Kontrolle über mein Leben verloren. Nichts Neues bei dir. Außerdem darf das hier nicht fehlen. Ach, du hast dir Marshmallow geholt. Leute, ich sag doch ich. Probiert das aus und danach dürft ihr urteilen. Erstmal probieren, dann studieren, urteilen. Das schmeckt einfach nur nach purem Zucker. Du bist Zucker. Was ist das? Rohrzucker? Rohrzucker?
Ist das Rohrzucker? Nein, das ist normales Salz. Das ist dieses Fleur de Sel mit. Was ist das hier für Kikirika? Was? Das ist einfach Pfeffermaus. Das ist Pfeffer. Maus? Du musst mal ein Kochvideo mit mir machen. Du hast keine Ahnung von irgendwas. Das wäre lustig. Wenn Leute, schreibt mal in die Kommentare, dass Tibi mir ein Kochvideo machen soll. So sehen wir aus, als wären wir 50. Warum sehe ich aus wie so ein süßer Engel? Einfach kein Kommentar. Tschüss, bis morgen. Bis morgen. Tschö. Ciao, Kakao. Tschö mit Ö. Ciao mit V. Hausen, Rabauzen. Was? Was? Wir haben mittlerweile Dienstag morgens. Ich habe mich um Cubie gekümmert, der isst gerade etwas und jetzt kümmere ich mich um meinen Magen. So sieht es draußen aus, Leute. Hier muss auch noch Unkraut und so weiter entfernt werden, nicht wundern, aber es hat ein bisschen geschneit. Kubilei ist am Mampfen. Timmy nennt manchmal Cubie Kubilei. Ich werde mir jetzt so Toasties mit Tomaten und Butter machen. So sieht das jetzt aus. Ich habe noch ein bisschen Granatapfelsirup drauf gemacht. Richtig lecker, Leute. Ich habe ein bisschen gestaubsaugt hier, weil vom gestern Abend vom Essen hatten wir irgendwie ein bisschen Krümel hier liegen. Der Kiwi, der chillt gerade hier auf seinem Lieblingsplatz. Ne? Ich werde mich jetzt einmal fertig machen. Der Timmy hat gleich Feierabend. Dann kommt er nach Hause und dann fahren wir auch schon direkt los. Jetzt was braucht es? Du bist ja gar nicht gelaufen. Ich fahre mal durch. Komm. Hä? Mach dir die Tür auf. So. Arme hat sie wohl selber. Wir hatten tatsächlich Angst, dass wir ein bisschen Feierabendverkehr haben werden, aber es sieht gut aus. Wir werden hoffentlich pünktlich da sein. Ja, wir gehen essen, Leute. Ja, wir gehen uigurisch essen, das erste Mal. Ich habe das dieses Restaurant auf TikTok gesehen, ist ein Halal-Restaurant, ist ja klar, ist uigurisch. Aber Leute, das sah so lecker aus, sah unnormal lecker aus. Für die Zuschauer, was sind Uiguren? Ist das ein türkisches Stamm aus China? Also Uiguren gehören zu den Turk-Völkern. Turk? Turk-Völkern. Turk. Uiguren sind eine turksprachige Ethnie, die ihren Siedlungsschwerpunkt im Gebiet des ehemaligen Turkestans hat. Besonders im heutigen chinesischen uigurischen autonomen Gebiet Xinjiang. I don't know. Die Uiguren sind nahezu alle Angehörige des Islams. Läuft das ein Pferd? Wir sind angekommen, Leute. Unser Termin ist da vorne. Aber diese Straße hier ist so schön. Und wir haben in 3 Minuten unseren Termin. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt rein, oder? Rein in die Olga! Wir haben den engsten Parkhaus überhaupt gefunden. Der Timmy kommt einfach hier fast an die Decke dran, Leute. Guckt euch das einfach mal an. Was ist das für ein Mini-Parkhaus, bitte? Baut mal größere Parkhäuser, was soll das? Wir sind jetzt im Restaurant. Da ist der Timmy. Und hier steht auch Uigur. Wir freuen uns richtig aufs Essen. Wir haben noch eine kleine Vorspeise bekommen, auf Empfehlung. So eine Teigtasche mit Fleisch. Haben wir schon probiert und wir haben uns Eistee bestellt, beide. Und schmeckt gut? Super. Das riecht ein bisschen wie Mahlzeitfüllung. Was ich lieben möchte. Ein bisschen auseinandergefallen. Also das ist Teigtasche mit Fleisch. Wir haben uns beide dasselbe bestellt. Nudeln mit Fleisch und Gemüse. Ja, danke schön. Ich habe mir einen Gurkensalat bestellt. Wir probieren jetzt diese Nudeln. Ich kann schon diese Konsistenz von diesen Nudeln schmecken. So richtig chewy. Ich habe mir die anders vorgestellt. Ich dachte, das sind so richtig asiatisch gebratene Nudeln, die man dann. Das sind wie Udon. Das sind voll die dicken. Ja. Das sind Udon-Nudeln? Selbst gemacht. Nee, jetzt nicht Udon, aber halt dicke. Ist gut? Hallo. Ja? Heiß bis 10. 9. 9? Mhm. Echt richtig lecker. Okay, ich esse jetzt auch Tür. Das ist unsere nächste Speise. Hat man Göksan. Das Lammfleisch drin. Fast wie Pide. Freunde, sehr lecker. Das sind einfach wie Teigtaschen.
Pide mit Lammfleisch, ne? Die Nudeln, die sind echt fett, die Unternudeln, aber die schmecken wirklich besser. Besser als sie aussahen. Teigtaschen bestellt. Die sind mit Lammfleisch aufgefüllt. Die haben etwas länger gebraucht. Also der Lammfleischmarkt, für den ist das hier ein Paradies. Ich bin jetzt nicht so der Lammfleisch-Fan. Sie schon? Keine. Wir sind wieder zu Hause. Wir haben jetzt 19 Uhr. Machen noch einen chilligen Abend und ich würde sagen, ich beende das Video auch hier und schneide das dann morgen direkt für euch, damit ihr das online kriegt. Wenn ihr Lust auf mehr Vlogs habt, dann lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.